Am Anfang war es wie bei so jeder Party irgendwie so ein bisschen schläfrig. Die Leute saßen ganz viel, standen an der Bar, haben ein bisschen was getrunken oder gekickert. Nein, 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 nein! Und ja, da mussten wir irgendwie das Eis brechen. Jetzt kommt der Icebreaker, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Oh nein! Die werden so geschockt sein, ne? Also ich war schon ein bisschen aufgeregt vor der Choreo, weil das halt sozusagen jetzt, wenn das nicht gut ist oder nicht klappt, dann ist die Party gelaufen. Jungs, auf geht's! Ey Jungs, komm, wir ziehen durch, okay? Also unsere Mini-Choreo hat eigentlich noch besser geklappt, als ich gedacht hätte. Und dann ist das Eis richtig gebrochen. Und dann haben die ganzen Gäste einfach mitgetanzt. Und das fand ich richtig cool. Melissa, Melissa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Auf der Tanzfläche war es richtig cool. Wir haben so portugiesische Hits angemacht und dann haben das auch alle gefühlt und ich fand es auch richtig cool. Alle waren so ein bisschen im Party-Mood und wollten einfach mitdancen. Ich stehe immer am Sack von Udo, Digga. Auch immer am Sack von Udo. Alle hatten Lust, alle hatten gute Laune, alle waren gut drauf. Und es war einfach eine Mega-Stimmung. Bei der Party ist mir dann noch mal aufgefallen, wie viel wir eigentlich in diesen Wochen erlebt haben. Wir haben so viele Leute kennengelernt, coole Leute. Okay, smile, hands up! Hi, how are you? You already think we're sold matter? Yeah. Did you like it yesterday? Yeah, it was amazing. Gestern waren Leo und Janis bei Ines zu Besuch und durften ihrer Oma beim Backen helfen. Es gab Pastel de Nata. Did you like to make it or eat? Yeah, I did. But eating is, I think eating is always better. Yeah, and you, did you like it? Yes, it was fun and your grandmother was really cute. Yeah, I liked it very much. We are the daydreamers. You eat non-stop. Oh, and there is always hope. You are going to miss this. Yeah, it's very good. But the one we did, so they were. He was better. Also Jungs, ich und Ayla müssen jetzt gehen. Oh. Aber es war voll cool, die Party. Es hat uns echt gefreut. Perfekt. Es war alles super. Das Essen war so geil. Also auf jeden Fall besser ist das Fisch. Als der Fisch. Als der Fisch, und nochmal, es war echt cool, dass wir euch direkt so früh getroffen haben. Weil dann haben wir viel gemacht. Und hätten wir euch erst jetzt kennengelernt, hätten wir nicht so viel gemacht. Eben. Perfekt. Also, wir sehen uns. Ich bin schon traurig, dass es jetzt so schnell irgendwie vorbei ist, weil so nach der ersten Woche hat man sich dann so richtig angefreundet und jetzt sitzt man schon da und denkt so, oh, das war zwar eine geile Zeit, wäre natürlich aber auch cool, wenn es weitergeht. Bye, bye. Tschüss. Sie rennen aber weg. Sie sind einfach weg. Die laufen wieder. Das war fast genauso schnell, wie als sie weg mussten, um die Schwester zu holen. Turn out the lights. Bye. The party's over. They say that all good things must end. Ich würde jetzt behaupten, es war die beste WG-Party aller Zeiten. Und ja, wir hatten ein geiles Thema, geile Stimmung und geile Leute. Bye, bye! And tomorrow starts the same old thing again. Jungs, letzter Tag. Oh, das ohne ist Witz. Krass, wie kann denn das so schnell rumgehen? Ja. Stimmt. Ja. Komm, wir machen noch mal alle Hände in die Mitte. Was ich euch sagen kann, Jungs, noch einmal, ein letztes Mal, ich hab euch lieb. Ja, ich auch. Ich euch auch. Ja, ich hab euch auch. Ich sag's jetzt zum ersten Mal offen und ehrlich, ihr seid echt die Geilsten und ich liebe euch. Oh, das ist schöner von Ruben, Mensch. Okay, eins. Auf drei, warte. Episch. Alle die Augen zu und an die schöne Zeit denken. Okay. Eins, zwei, drei. Jungs, singen!